Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Dieser 4er BMW mit knapp 100.000 gelaufen hat bereits ein Problem, der zu einer teuren Reparatur führen kann. Das Fahrzeug kann man aber vorher prüfen und die teure Reparatur vermeiden. Das bieten wir auch aus der Ferne an über ein Kabel, was wir euch zuschicken. Viele unserer Kunden haben leider nicht die Möglichkeit, zu uns zu kommen, aber für diese Kunden bieten wir eine Fernwartung an. Das heißt, alles, was wir hier vor Ort elektronisch mit dem BMW-Tester prüfen können, können wir ebenfalls aus der Ferne prüfen. Dazu schicken wir euch so ein Kabel. Wir können die einzelnen Komponenten des Motors, Getriebes und des gesamten Fahrzeugs prüfen. Was genau wir prüfen, werdet ihr in dem Video Stück für Stück sehen und werden das abarbeiten. Interessant ist natürlich sowas für jemanden, der ein Fahrzeug kaufen möchte und ein Fahrzeug kaufen möchte für eine lange Zeit. Denn oft ist das halt so, dass die Gebrauchtwagengarantie, auch bei BMW oder anderen Anbietern, die übernehmen nicht alle Komponenten, sondern Komponenten wie zum Beispiel Partikelfilter oder Katalysator oder viele andere Komponenten werden nicht von der Garantie übernommen, denn es sind Verschleißteile. Solche Teile kosten natürlich aber sehr, sehr viel Geld. Wenn ihr natürlich halt ein Fahrzeug habt und länger was von dem Auto haben möchtet, ist es ebenfalls sinnvoll, so ein Fahrzeug zu prüfen, um einfach präventiv die richtigen Sachen durchzuführen, bevor es einfach teuer wird. Wenn ihr natürlich schon ein Problem mit dem Fahrzeug habt und ihr möchtet eine unabhängige Meinung haben von jemandem, der mit der Materie sich sehr gut auskennt und damit tagtäglich zu tun hat, dann können wir natürlich über die Ferndiagnose genauso machen. Über die Diagnose können wir natürlich auch Updates durchführen, Modifikationen, eine Leistungssteigerung und auch andere Kodierungen, wenn das für euch interessant ist. In diesem Fahrzeug haben wir einen 420 Diesel Motor mit 184 PS. Das Fahrzeug ist aus 2014 und hat knapp 100.000 gelaufen. Wir werden jetzt Stück für Stück die einzelnen Komponenten prüfen, so wie wir das auch in einer Ferndiagnose machen würden. Jede Prüfung, die wir durchführen, schicken wir euch per WhatsApp ein Bild und eine Sprachnachricht, dass man halt sehen kann oder erklärt, was das bedeutet und wie die Diagnose, wieder die einzelnen Prüfungen zu der einzelnen Komponente zu verstehen ist. In dem Fall haben wir zum Beispiel einen Softwarestand aus 2020. Das heißt, das Auto ist 2014, der Softwarestand aus 2020. Das ist an sich nicht schlecht. Das heißt, wir haben eine relativ neue Software. Neue Software macht in dem Fall Sinn, besonders auf den Motor, weil bei dem Motor hat sich natürlich sehr viel getan. Wenn so ein Fahrzeug 2014 gebaut wurde und die Software jetzt 14 oder 15 ist, dann haben wir natürlich halt in der Software noch sehr viele Fehler, sehr viele Softwarefehler. Das heißt, die Software wurde nicht perfektioniert und bestimmte Prozesse sind noch nicht ideal. Prozesse wie zum Beispiel eine Regeneration des Partikelfilters. Und über so eine Fernwartung können wir natürlich auch ein Update durchführen. Natürlich könnt ihr auch ein Update bei BMW durchführen, das ist ebenfalls möglich. Nur bei BMW habt ihr das Risiko, wenn ihr ein Update durchführt, dass BMW das gesamte Fahrzeug einmal komplett updatet, das heißt alle Steuergeräte. Und das hört sich an sich halt nicht schlecht an. Das Problem dabei ist einfach, dass wenn alle Steuergeräte geupdatet werden, habt ihr bei jedem Steuergerät die Gefahr, dass das Steuergerät im Endeffekt kaputt gehen kann. Wir werden als erstes jetzt den Partikelfilter prüfen. Denn der Partikelfilter ist leider kein Verschleiß oder ist kein Teil, was die Garantie übernimmt. Es ist ein Verschleißteil. Denn wenn ihr zum Beispiel so ein Fahrzeug viel Kurzstrecke fährt und dem Auto nicht die Möglichkeit gibt zu regenerieren, dann wird der Partikelfilter natürlich nicht lange halten. Wenn ihr so ein Fahrzeug halt sehr viel Autobahn fahrt, Landstraße und der Partikelfilter die Möglichkeit zu reinigen, dann ist natürlich, wird er natürlich ewig halten. Wichtig ist natürlich auch der Softwarestand, weil wenn zum Beispiel ihr einen alten Softwarestand habt, dann ist zum Beispiel der Prozess der Regeneration noch nicht perfektioniert. Weil wenn so ein Fahrzeug zum Beispiel 2014 rausgekommen ist und ihr habt einen Softwarestand aus 2014, 15, 16, dann hat natürlich BMW in den letzten Jahren sehr viel mehr dazugelernt, wie so eine Regeneration funktioniert, beziehungsweise wie man die halt am besten und am effektivsten halt macht. Plus, viele Sachen wurden von Werk oder ab Anfang an nicht berücksichtigt. Das heißt zum Beispiel, manche Sensoren, die verändern ihre Eigenschaften und zeigen Werte halt nicht richtig an. Genauso sieht das halt aus mit Sachen wie zum Beispiel bestimmte Stellmotoren, die verschleißen über die Jahre und schmeißen Fehler, obwohl das halt nicht notwendig ist. Bei der Prüfung des Partikelfilters werden wir den Abgasgegendruck prüfen. Das heißt, wie viel Gegendruck hat der Partikelfilter? Das heißt, wie viel Widerstand haben wir? Diese Prüfung funktioniert dann natürlich dann nur effektiv und sinnvoll, wenn der Ladedruck, den wir da haben, wenn der halt natürlich auch
realistisch ist, wenn er halt echt ist. Wenn wir zum Beispiel einen Motor haben, wie zum Beispiel 4.0D, 3.5D oder zum Beispiel einen allgemein, wo wir eine Unterdruckversorgung des Turboladers haben, dann haben wir natürlich die Gefahr, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Unterdruckschlauch kaputt ist oder zum Beispiel ein Ventil, was den Unterdruck herstellt, dann kann es passieren, dass wir zu wenig Ladedruck haben und erst, dass er uns die Werte halt falsch anzeigt. In dem Fall haben wir zum Beispiel einen Turbo, der ist nicht Unterdruck gesteuert, der ist elektrisch gesteuert. Aber es kann passieren, was sehr viel und oft passiert, dass das AGR-Bypass-Ventil nicht funktioniert. Und wenn das AGR-Bypass-Ventil halt an der falschen Stelle klemmt, haben wir zu wenig Ladedruck. Deswegen werden wir jetzt als erstes die Werte uns angucken und danach werden wir gucken, wie ist bei dem Fahrzeug die Rußmasse des Partikelfilters. Weil die Rußmasse des Partikelfilters sagt uns, wann oder ob das Fahrzeug vor kurzem regeneriert hat und ob die Werte, die wir jetzt gemessen haben, ob die überhaupt realistisch sind. Man muss immer 3 Minuten warten, bis man die Prüfung machen kann. Wir haben noch 24 Sekunden vor uns und dann werden wir verschiedene Drehzahlen abfahren. Das heißt, wir werden jetzt einmal im Leerlauf das prüfen, dann wird die Drehzahl sich erhöhen auf 2000 Umdrehungen und dann bei Volllast. Das heißt, wir werden sehen, wie ist sozusagen der Abgasgegendruck bei verschiedenen Drehzahlen, weil der variiert natürlich. So, wir haben jetzt noch 4 Sekunden übrig. Dann gucken wir uns einmal an, was er uns anzeigt. So, man sieht hier zum Beispiel, der maximale Wert ist 35 bar, ne, oder m bar. Wir haben einen Wert von 10. Das heißt, wenn wir die Werte uns anschauen, dann heißt das, der Partikelfilter im Leerlauf hat eine Beladung von ungefähr 30%. Hört sich an sich super an. Wir geben jetzt zum Beispiel, wir erhöhen die Drehzahl auf 2000 Umdrehungen und gucken uns die Werte jetzt mal an. Hier ist das so, dass der maximale Wert ist jetzt 75, nicht mehr 35. Und wir gucken, was ist jetzt zum Beispiel der Wert des Fahrzeugs? 29. Das heißt, wir haben eine Beladung, kann man sagen, von fast 40%. Sowas würde ich euch zum Beispiel per WhatsApp einmal zuschicken. Das heißt, diese Prüfung, die wir hier jetzt gemacht haben, und würde ich sagen, wie ist sozusagen der Zustand des Partikelfilters. Danach gucken wir uns einmal an, wie ist die Rußmasse des Motorsteuergeräts, also im Motorsteuer kann man sich die Rußmasse anschauen und anhand der Rußmasse weiß man dann, ist dieser Wert, den wir da haben, ist er überhaupt realistisch oder ist er halt nicht realistisch. In dem Fall ist zum Beispiel die Rußmasse knapp um die 20. Ne? Das heißt, der Wert, den wir jetzt gemessen haben, ist halt realistisch. Wäre die Rußmasse sehr hoch, aber die Werte, die wir geprüft haben, zum Beispiel sehr klein, dann heißt das, das Fahrzeug hat sehr lange nicht mehr gereinigt und dann kann man ja mutmaßen, dass diese Werte halt nicht unbedingt richtig sind. Als nächstes prüfen wir die Injektoren. Wir haben in dem Fall haben wir einen Vierzylinder, das heißt, wir haben 4 Injektoren. Die Injektoren sind leider sehr teuer bei BMW. Man kann natürlich Injektoren instand setzen lassen. Es gibt überholte Injektoren, aber es ist halt wie bei vielen Sachen, alles was instand gesetzt wird, überholt, ist niemals so gut, wie es ab Werk war. Deswegen sollte man dafür sorgen, dass die Injektoren einfach möglichst lange leben und nicht kaputt gehen. Wie macht man das? Indem man vernünftigen Kraftstoff tankt. Wir werden jetzt uns die Adaptionswerte von den Injektoren angucken, beziehungsweise die Laufruheregelung, und dann sehen wir, wie ist der Zustand. Hier kann man zum Beispiel die Injektoren sehen. Man sieht zum Beispiel, bei der relativ kleinen Laufleistung für 100.000 haben wir Werte schon von 0,6. Das ist jetzt nicht tragisch, das Foto würdet ihr genauso bekommen per WhatsApp und dann halt auch eine Erklärung dazu, was das bedeutet. Das ist nicht tragisch, aber wir haben auch Fahrzeuge hier gehabt mit 200.000, wo die Injektorenwerte besser waren. Man sieht, das ist einfach ein Leasing-Rückläufer, wie so viele Fahrzeuge auch in Deutschland, die rumfahren, wo einfach der Vorbesitzer einfach das Billigste vom Billigen getankt hat, weil er wusste, ich gebe das Auto irgendwann sowieso zurück und nach mir im Endeffekt die Sinnflut. Wenn ihr länger was von Injektoren haben wollt, dann muss man halt schauen, dass man vernünftigen Kraftstoff tankt. Und wenn die Injektoren schon Werte haben wie hier, dann gibt es Injektorreiniger, indem man die halt sauber machen kann. Und das ist immer sinnvoll, dass man die Injektoren sauber bekommt bzw. sauber hält, weil ansonsten kostet ein Injektor neu zwischen 5 bis 6 Euro. Die Preise variieren natürlich, aber es ist auf jeden Fall eine relativ teure Angelegenheit, plus Einbau, plus Kodieren und so weiter.
Jetzt prüfen wir die drei Klappen. Das kann man hier sehen. Und zwar, wir haben eine Ansaugbrücke und in der Ansaugbrücke haben wir drei Klappen. Die blaue Linie ist die Soll-Linie. Andersherum, die rote Linie ist die Soll-Linie, die blaue Linie ist die Ist-Linie. Das heißt, man sieht, die sind fast über, liegen fast übereinander. Leicht klemmen die drei Klappen, das kann man hier sehen. Warum klemmen die? Weil der Motor funktioniert so, dass er nicht nur aus Luft und Diesel arbeitet, sondern dem Motor werden permanent Abgase zugeführt. Diese Abgase werden durch das AGR-Ventil zugeführt, das Abgasrückführventil, und es sorgt dafür, dass sozusagen wir weniger CO2-Ausstoß in die Umwelt halt rauspusten. Das Problem ist, dass diese verarbeiteten Abgase, die sind halt ölhaltig, das heißt, die bleiben im Motor hängen. Die bleiben zum Beispiel in der Ansaugbrücke hängen, da wo die Dreiklappen sich bewegen. Das ist halt blöd, weil wenn die Dreiklappen anfangen zu klemmen zum Beispiel, wir sehen in dem Fall klemmen die schon leicht, dann funktioniert eine Regeneration nicht erfolgreich. Das heißt, der Partikelfilter kann nicht regenerieren, wenn die Dreiklappen klemmen. In dem Fall klemmen die nur ein bisschen, aber man muss immer halt schauen, dass die halt vernünftig funktionieren. Die älteren Fahrzeuge mit einem Sechsganggetriebe hatten das Problem nicht, weil zum Beispiel die AGR läuft drehzahlabhängig. Das heißt, das Ventil öffnet und schließt je nach Drehzahl. Das heißt, wenn ihr ein Sechsganggetriebe hattet, dann war das halt so, ihr seid meistens, wenn ihr auf der Autobahn wart, wart ihr aus dem Teillastbereich raus. Das heißt, die AGR war zu. Ihr hattet eine Verbrennung zwischen Luft und Kraftstoff. Bei dem Achtganggetriebe ist das leider so, dass ihr permanent in dem Bereich fahrt, wenn ihr die maximale Abgasmenge zugeführt bekommt, und das bleibt natürlich hängen. Als nächstes prüfen wir bei dem Fahrzeug die Versottung der Ansaugkanäle. Das heißt, hinter der Ansaugbrücke haben wir den Motorblock. Und der Motorblock, da wo die Ventile sind, da kann sich natürlich auch der ganze Dreck ablagern. Der Dreck, der sich auch bei den Dreiklappen abgelagert hat von der AGR, genauso ist das im Motorblock. Bei den Dreiklappen müsste man die Ansaugbrücke ausbauen, reinigen und so weiter. Bei dem Motorblock selber müsste man eine Art Sandstrahlenvariante machen. Und zwar, das nennt sich Walnussschalenreinigung. Das Auto fährt jetzt verschiedene Drehzahlen ab und prüft das Volumen. So, das heißt, das Fahrzeug hat jetzt verschiedene Drehzahlen abgefahren und es hat bestimmte Volumen gespeichert. Und wir haben zum Beispiel maximale Werte zwischen 30 und minus 30. Und wir haben jetzt die Werte in den verschiedenen Drehzahlbereichen, die wir vergleichen können mit den originalen Werten, dass wir sehen können, wie viel Volumen ist in dem Motor noch übrig. Weil wenn zum Beispiel der Dreck sich in dem Motor ablagert, ist natürlich klar, dass das Volumen sich verkleinert und wir haben nicht mehr genug Platz für Luft, ne? Dadurch bekommen wir ein zu fettiges Gemisch. Das bedeutet, wir haben dann einfach eine zu fette Verbrennung, weil es wird genauso viel Kraftstoff eingespritzt wie vorher, aber der Motor hat auf einmal weniger Platz, ne? Weniger Volumenplatz. In dem Fall würdet ihr genauso ein Bild von mir bekommen und zu eurem Fahrzeug halt die einzelnen Sachen erklärt bekommen. Wir haben hier, der maximale Wert ist 6, ne? Bei der höchsten Drehzahl. Das ist in Ordnung. Also wenn man überlegt, für 100.000, ist das natürlich jetzt nicht fantastisch, ne? Aber man darf auch nicht vergessen, die neuen Fahrzeuge, da, es ist nicht so wie früher. Hattet ihr zum Beispiel einen alten Dreier, E90 zum Beispiel, oder einen 5er E60, dann war 100.000 für das Fahrzeug nichts. Dann war das praktisch ein neues Fahrzeug. Bei den heutigen Modellen, wie zum Beispiel der neue Dreier F30 oder der neue G20 oder die neuen 5er, das ist alles so gebaut, dass es nicht lange halten darf. Deswegen 100.000 fallen die Fahrzeuge häufig auseinander. Nicht nur bei BMW, sondern auch bei anderen Herstellern. Deswegen muss man immer halt gucken, wie ist der Zustand von eurem Fahrzeug, weil jedes Fahrzeug wird ja unterschiedlich behandelt. Das eine fährt viel Start, das andere fährt viel Landstraße, das andere zieht viel Anhänger und deswegen muss man immer halt gucken. Als nächstes prüfen wir bei dem Fahrzeug jetzt, wie groß ist der Unterschied zwischen der berechneten Luftmasse und der gemessenen Luftmasse. Das ist ganz wichtig, weil das sagt uns das, was ich euch gesagt habe, wie viel Unterschied ist und wie viel Platz hat der Motor. Das heißt, diese beiden Prüfungen muss man gemeinsam betrachten. Ihr seht, ihr habt hier blau die berechnete Luftmasse und rot die gemessene.
Und man sieht, wir haben schon einen Unterschied. Das heißt, bei 100.000 haben wir schon einen Unterschied zwischen sozusagen dem Volumen, was er haben sollte, und dem Volumen, was er halt hat. Was kann man machen? Also, ich hatte schon das angerissen, wenn die Werte sehr hoch sind, dann kann man bei dem Fahrzeug eine Walnussschalenreinigung machen. Das heißt, man baut die Ansaugbrücke ab, reinigt die Ansaugbrücke, danach schließt man jedes einzelne Ventil und macht eine Art Salenstrahlen nur mit Walnussschalen, damit das im Endeffekt reinigt. Ne? Alternativ, wenn ihr das Problem noch nicht habt, könnte man zum Beispiel die Frischluftrate des Fahrzeugs erhöhen. Das ist legal, das hat BMW früher gemacht, als die Fahrzeuge noch auf Garantie waren, auf Kulanz, weil BMW hat das Problem versucht nach hinten zu schieben, damit das irgendwann passiert, sobald die Fahrzeuge aus der Garantie raus sind. Jetzt mittlerweile bietet BMW das nicht mehr an. Natürlich nicht, ist ja auch nicht interessant, weil lieber werden Ansaugbrücken verkauft oder eine Walnussschalenreinigung. Das natürlich bringt alles etwas mehr Geld. So, wir gehen weiter. Wir prüfen jetzt als nächstes einmal das AGR-Bypass-System. Und zwar ist es so, dass bei einem Fahrzeug, bis er eine bestimmte Kühlmitteltemperatur erreicht hat, also in dem Fall 50 Grad, ist es so, dass dem Motor permanent Abgase zugeführt werden. Das heißt nicht durch die AGR, die das drehzahlabhängig sozusagen regelt, sondern direkt über einen AGR-Bypass oder den AGR-Kühler sozusagen. Das ist ein Teil. Kannst du hier mal zeigen. So sieht das aus. Ihr habt hier einen AGR-Kühler. Ne? So, ihr habt hier das AGR selber und ihr habt hier den AGR-Bypass. Und hier habt ihr so ein kleines Ventil, was das auf und zu macht. Und das prüfen wir jetzt, weil das ist ganz wichtig. Oft ist das halt so, dass dieses Ventil läuft über Unterdruck. Das heißt, Unterdruck wird über einen Schlauch entsprechend halt aktiviert. Ne? Dieses kleine Ventil oder dieses Unterdruckventil wird über Unterdruck aktiviert. Es kann aber passieren, nach 8 Jahren, dass zum Beispiel bei dem Fahrzeug der Schlauch einfach hart oder porös geworden ist, dass er es nicht schafft, genug Luft zu ziehen. Ne? Oder der Schlauch ist irgendwo gerissen. Oder diese Membran von diesem Unterdruckventil ist zum Beispiel kaputt, weil es ja auch aus Gummi. Oder das elektrische Ventil, was hier auf dem Foto ist, kannst du nochmal zeigen, dieses elektrische Ventil zum Beispiel kann zum Beispiel kaputt sein. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir ein Problem. Und zwar, dieses Ventil sollte normalerweise, wenn ihr das Auto startet, aufmachen. Das heißt, dass dem Motor Abgase zugeführt werden. Wird jetzt aber zum Beispiel 50 Grad Temperatur erreicht, dann wird das Ventil zugemacht und dann regelt die AGR die Abgasrückführung. Wenn jetzt das Ventil zum Beispiel nicht funktioniert, permanent offen ist, dann ist es natürlich blöd. Deswegen prüfen wir das jetzt. Hier kann man das sehen. Ich gehe mal ein bisschen zur Seite, damit ihr mich besser hören könnt. Und zwar, ihr seht jetzt verschiedene Graphen, das heißt, das AGR selber wird aktiviert und das AGR-Bypass-Ventil wird aktiviert und man sieht, inwieweit sich die Temperaturen verändern. Und anhand der Temperaturen sieht man das Ergebnis. So, geht noch weiter. Und dann haben wir am Ende gleich 2 Temperaturen und diese beiden Temperaturen geben uns Ausschluss dafür, ob das richtig funktioniert oder halt nicht. Wenn es nicht richtig funktioniert, dann kann es zum Beispiel sein, dass der Partikelfilter voller ist, als er uns bei der Prüfung des Partikelfilters angezeigt hat. Weil wir haben dann zu wenig Ladedruck gehabt, wegen einem nicht funktionierenden AGR-Bypass-Ventil und haben dadurch falsche Werte. So, ich komme wieder und dann kann ich euch mal zeigen. Und zwar hier. Ihr seht zum Beispiel, im ersten Teil sollten wir mindestens 20 haben. Ne? So. Und im zweiten Teil sollten wir mindestens 35 haben und Minimum das 1,5-fache von dem ersten Teil. Ist in dem Auto ideal, das funktioniert, das heißt, das ist alles super. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Teil, weil zum Beispiel dieses AGR-Bypass-Ventil inklusive AGR-Kühler ist relativ teuer. Das heißt, man zahlt ungefähr um die 1.500 € fürs Tauschen und das ist leider wiederum kein Teil, was die Garantie übernimmt. Es ist wiederum Verschleißteil. Ihr seht, viele Teile sind Verschleißteil. Eine Batterie ist ein Verschleißteil, kostet um die 500 € inklusive Austausch, wenn man eine Originale haben möchte, würde ich auch immer empfehlen, eine Originale zu nehmen. Ein AGR-Kühler mit AGR-Bypass ist ebenfalls ein Garantieteil. Der Partikelfilter ist ein Garantieteil. Also sind sehr, sehr viele Teile, also beziehungsweise Teile, die keine Garantie halt haben. So, wir werden jetzt einmal die AGR selber prüfen. Das heißt, wenn die AGR zum Beispiel permanent offen ist, ist das natürlich für uns auch nicht ideal, weil dann haben wir das Problem, dass die AGR
permanent offen ist. So, AGR-Ventil. Wir werden auch schauen bei dem AGR-Ventil, wie schnell es auf und zugeht. So. Links bei 1 ist der Sollwert, bei 2 ist der Istwert. Ihr seht, die Werte werden aktiviert und man sieht, wie verrußt ist das AGR, wie schnell erreicht es seine Position, die es erreichen soll. In dem Fall erreicht es die Position, aber sie wird erreicht etwas verzögert. Man darf nicht vergessen, das AGR-Ventil wird elektronisch angesteuert. Es wird nicht per Unterdruck angesteuert. Das heißt, normalerweise sollte er die Werte sehr schnell erreichen. Hier wird das jetzt nochmal einen Schritt weiter geprüft, das heißt mit einem Zeitraster von einer Sekunde. Und man sieht hier zum Beispiel, wie viel Verzögerung wir halt da haben. Deswegen meine ich auch, dass Fahrzeuge, auch wenn die 100.000 gelaufen sind, heißt nicht, dass die Fahrzeuge im idealen Zustand sind. Die Fahrzeuge haben natürlich Verschleiß und das ist davon abhängig, wie die Autos benutzt und gefahren wurden. So, das heißt, in dem Fall ist soweit alles in Ordnung. Wir haben das AGR geprüft. Als nächstes gucken wir uns das Automatikgetriebe an. Das heißt, in dem Fall haben wir ein 100.000 gelaufenes Fahrzeug und wir schauen uns, in welchem Zustand ist das Automatikgetriebe. Bei dem Automatikgetriebe muss man einfach verstehen, es ist ein hydraulisches System. Ich mache einmal das Auto kurz aus, weil der muss nicht mehr laufen. So, den Rest kann ich euch dann so erklären. Bei diesem Fahrzeug haben wir leider im Getriebe schon einen Verschleiß, das heißt, dass eine Getriebespülung oder ein Ölwechsel nicht mehr ausreicht. Woher weiß man das? Bevor man was am Getriebe machen sollte, muss man sich die Adaptionswerte angucken, weil anhand der Werte kann man sehen, wie ist der Zustand von dem Fahrzeug und dann kann man erst wissen, was ist die richtige Maßnahme für das Auto. Denn es gibt verschiedene Maßnahmen und die richtige ist nur dann sinnvoll, wenn sie dann auch was bringen. Denn wenn wir zum Beispiel im Getriebe bereits einen Verschleiß haben, dann wird zum Beispiel eine Getriebespülung diesen Verschleiß nicht wegzaubern. Anhand dieser Adaptionswerte sehen wir, ob wir bereits ein Druckproblem im Getriebe haben oder halt nicht. Ein Getriebe an sich ist ein hydraulisches System, wo der Druckverlust dafür sorgt, dass das Getriebe kaputt geht. Der Druckverlust kann an verschiedenen Stellen passieren. In den Videos werden wir euch gleich verschiedene Komponenten zeigen und verschiedene Wartungen erklären und Services sozusagen vorstellen, die dafür sorgen, dass das Getriebe möglichst lange lebt. Das Problem an dem Automatikgetriebe oder an dem 8-Gang-Automatikgetriebe ist einfach, dass man nicht merkt, bevor es kaputt geht. Der Defekt oder der Getriebeschaden kündigt sich nicht an. Das heißt, die Kunden, wo wir die Getriebe instand gesetzt haben, haben gesagt, bis zum Letzt das Getriebe ideal geschaltet. Ist auch richtig. Deswegen hat das Getriebe Adaptionswert, es adaptiert. Irgendwann kann es nicht mehr adaptieren, dann ist das Getriebe halt defekt. Welche Art von Maßnahmen und Wartungen gibt es? Damit man die richtige Maßnahmen und Wartung auswählt, sollte man das Fahrzeug oder das Getriebe vorher prüfen. Über so ein Kabel, was wir euch zuschicken und einen Laptop, den ihr habt mit Internet und Windows, können wir auf das Fahrzeug zugreifen, verschiedene Prüfungen machen am Motor und natürlich die Adaptionswerte vom Getriebe halt anschauen und euch die richtige Maßnahme empfehlen. Welche Maßnahmen gibt es überhaupt? Es gibt zum Beispiel die normalen Maßnahmen, die man halt durchführt, bei 60.000 bis 80.000, wenn das Getriebe technisch noch keinen Druckverlust hat. Das nennt sich eine Getriebespülung. Dabei wird das gesamte Getriebe durchgespült. Hat das Getriebe bereits einen Druckverlust, dann bringt natürlich eine Spülung überhaupt nichts mehr, weil ihr habt schon den Druckverlust. Das heißt, man muss den Druckverlust beseitigen. Wo kann der Druckverlust überhaupt passieren? Es gibt mehrere Möglichkeiten, wo das Getriebe einen Druckverlust haben kann. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel ein Getriebe und zwischen Getriebe und Mechatronik haben wir Dichtungen. Diese Dichtungen können verschleißen. Durch den Verschleiß der Dichtungen kann der Druckverlust zwischen Mechatronik und Getriebe passieren. Das ist zum Beispiel eine solcher Dichtungen. Genauso kann es zum Beispiel sein, dass der Verschleiß, der Druckverlust in der Mechatronik selber ist. Dann zerlegen wir die Mechatronik, wir tauschen die Gummikomponente der Mechatronik, prüfen diese Ventile und tauschen zum Beispiel die Dichtplatte in den Mechatronikhälften aus. Da kann auch ein Druckverlust sein.
Wir werden in dem Video noch etwas weiter und detaillierter darauf eingehen, aber zum Verständnis. Es ist einfach wichtig, dass euch klar ist, dass wenn ihr Druckverlust im Getriebe habt, dann wird natürlich eine Spülung nichts helfen, überhaupt nichts, außer dass es halt Geld kostet und das war's. Deswegen ist es halt sinnvoll, die richtige Maßnahme anhand der Adaptionsweise sich anzuschauen und dann die richtige Maßnahme durchzuführen. Ein Getriebeschaden kann auch bei kleinen Laufleistungen und auch einem relativ neuen Fahrzeug passieren, denn es ist abhängig nicht von Laufleistung und Baujahr, sondern vom Zustand des Getriebes. Denn ein Fahrzeug kann verschieden behandelt werden. Es kann sehr viel Kurzstrecke fahren, dadurch haben wir eine höhere Belastung, mehr Verschleiß. Oder es kann eine Anhängkupplung haben, dadurch haben wir noch mehr Verschleiß. Oder wir haben zum Beispiel ein schweres Fahrzeug oder wir ziehen zum Beispiel schwere Anhänger oder haben viel Leistung. Woher kann ich denn wissen, wie ist der Zustand von meinem Getriebe und was ist die richtige Maßnahme? Es gibt verschiedene Maßnahmen, wie zum Beispiel ein Getriebeölwechsel, was man bei 20.000, 30.000 macht, wo nur ein Viertel oder ein Drittel des Öls getauscht wird. Es gibt eine Getriebespülung, die man bei 60.000 bis 80.000 macht. Aber es gibt auch Fahrzeuge, wo zum Beispiel bei 60.000, 80.000, 90.000 es für eine Getriebespülung zu spät ist, weil wir im Getriebe schon einen Verschleiß haben. Wir haben ein Druckproblem. Man weiß das anhand der Adaptionswerte vom Automatikgetriebe. Das heißt, auch wenn das Getriebe gut schaltet, kann es am nächsten Tag kaputt gehen. Denn irgendwann haben wir, der Druckverlust ist zu hoch und dann geht das Getriebe halt kaputt. Das haben wir halt bei sehr vielen Kunden gehabt, die sagten, das Getriebe hat perfekt geschaltet. Und auf einmal war das defekt und dann war das halt teuer. Anhand der Werte sieht man hier Kupplungsverdrücke und Schnellverzeichen. Die Kupplungsverdrücke sagen uns, wie viel mehr Druck muss ein Getriebe ausüben, um den jeweiligen Gang zu schalten oder beziehungsweise die Kupplung zusammenzudrücken. Die Schnellverzeichen sagt das, wie lange er dafür braucht. Prinzip ist so, wir haben Kupplungen. Davon haben wir sehr, sehr viele. Das heißt, so sehen die halt aus. Kannst du einmal kurz drauf filmen. Und diese Kupplungen, die sind in einem Paket. Ne? Das heißt, dieses Paket sitzt hier im Getriebe selber. Ne? Ich kann so ein Paket euch mal zeigen, wie sowas halt aussieht. Wir haben das hier zerlegt. Hier sieht man zum Beispiel, hier sind ganz, ganz viele Kupplungspakete. Die sind alle hier drin. Und durch Öldruck werden die Kupplungspakete zusammengedrückt und das Getriebe fährt nach vorne. Wenn wir aber im Getriebe zum Beispiel einen Druckverlust haben, dann haben wir das Problem, dass die Lamellen schleifen. Das heißt, wir haben nicht genug Druck, was auf die Lamellen ausgeübt wird und dadurch schleifen die Lamellen und verschleißen. Und diese Beschichtung, die ist halt endlich. Irgendwann ist die halt vorbei und dann haben wir einen Getriebeschaden. Und durch den Getriebeschaden haben wir noch Verschleiß an verschiedenen anderen Sachen. Deswegen ist ein Getriebeschaden auch relativ teuer. Wodurch kommt zum Beispiel so ein Druckverlust? Ein Druckverlust kann zum Beispiel passieren, dass zwischen der Mechatronik oder dem Schaltschieber und dem Getriebe, dass die Gummidichtungen verschleißen. Die Gummidichtungen sind aus Gummi. Hier sieht man zum Beispiel von diesen Gummidichtungen. Und dann haben wir das Problem, dass das Öl nicht mehr durch diese Dichtung läuft, sondern an der Dichtung vorbei. Und dann braucht das Getriebe zu lange, um den Druck aufzubauen und die Lamellen zusammenzudrücken. Warum passiert das? Weil, wie gesagt, das Fahrzeug bekommt eine zu hohe Temperatur und Gummi ist halt nicht für jede Temperatur geeignet. Das ist eine Möglichkeit des Druckverlustes. Eine zweite Möglichkeit des Druckverlustes ist in der Mechatronik selber. Das heißt, wir haben hier eine Mechatronik-Hälfte, davon haben wir zwei und beide Hälften werden durch so eine Gummiplatte abgedichtet. Und hier haben wir bestimmte Abdichtungen. Das heißt, die können reißen. Und dadurch haben wir den Druckverlust, dass zum Beispiel dieser Bereich hier das Öl nicht in dem Bereich bleibt, sondern geht über einen anderen Bereich rüber. Und dort haben wir zum Beispiel einen Druckverlust. Es kann auch zum Beispiel passieren, dass wir einen metallischen Druckverlust haben. Das heißt, in der Mechatronik selber haben wir solche Kolben, die bewegen sich permanent und die werden durch diese Ventile hier aktiviert. Und wenn wir zum Beispiel schmutziges Öl haben mit sehr viel Lamellenabrieb oder qualitativ minderwertiges Öl, was halt sehr lange im Getriebe ist, dann können wir das Problem haben, dass diese Kolben verschleißen. Hier kann man das relativ gut sehen. Hier sieht man, die sind verschlissen. Das heißt, hier sieht man, wir haben Riefen. So, und dann haben wir nicht mehr die richtige Kompression und dann haben wir den Druckverlust zwischen dem Kolben und der Mechatronik. Das kann ich euch einmal ganz kurz zeigen. In dem Video werden wir auch so eine Mechatronik instand setzen. Das heißt, wir werden eine Reparatur machen. Aber hier sieht man zum Beispiel den Verschleiß. Das heißt, den Verschleiß so einer Mechatronik, das heißt, wir sollten normalerweise Werte haben von ungefähr 18. Ihr werdet zum Beispiel sehen, der Bereich hier, der rote, der hat einen Wert von ungefähr 10. So, ihr seht, wir haben knapp 10. So,
Ein vernünftiger Bereich sieht zum Beispiel so aus. Ihr seht, wir haben hier knapp 30. Hier haben wir zum Beispiel keinen Druckverlust. Und wenn hier zum Beispiel dieser metallische Druckverlust existiert, dann muss man den beheben. Dann bringt das nichts zu spülen, dann bringt das nichts, die Dichtungen zu tauschen oder die Dichtplatte. Dann muss man die Mechatronik entweder austauschen oder halt instand setzen. Das werden wir in dem Video halt auch machen. Des Weiteren haben wir auch hier zum Beispiel Ventile. Diese Ventile, die haben auch Filter. Und diese Filter, so wie hier, die verschmutzen und dann kann dadurch ein Problem entstehen, dass die Lamellenkupplungen ebenfalls nicht richtig zusammengedrückt werden, weil die Dinger zum Beispiel verstopft sind. Das Problem ist, dass die Getriebehersteller natürlich auch ins Getriebe oder auch in die Mechatronik Sollbruchstellen einbauen. Das heißt, bestimmte Komponenten, die früher oder später kaputt gehen müssen. Es gibt mittlerweile verschiedene Hersteller, die Komponenten anbieten, um das Getriebe oder die Mechatronik zu verstärken. Hier sieht man zum Beispiel originale Teile. Das ist zum Beispiel ein Kolben. So sieht er neu aus und so sieht er aus, wenn er zum Beispiel nach einer bestimmten Laufleistung. Es gibt die Möglichkeit, so einen Kolben einzubauen mit einer Metallfeder, damit sowas nicht mehr passiert. Denn das sorgt zum Beispiel für Schallstöße. Genauso gibt es auch hier Komponenten. Zum Beispiel hier kann man die sehen. Ihr seht, dass es links ist das Originale und rechts ist das Zubehörsystem, was verstärkt ist. Und hier bei dem Originalen sieht man, wir haben schon Verschleiß und dadurch haben wir nicht mehr die Dichtigkeit, die wir haben sollen. Hier werden wir das Problem nicht haben. Und für solchen Komponenten gibt es halt sehr, sehr viele. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, nicht nur das Getriebe zu warten, instand zu setzen, sondern wir können das auch verstärken, damit das möglichst lange hält. Wir haben hier eine defekte Mechatronik, die wird zu einem Getriebeschaden führen, denn wir haben hier einen Druckverlust. Der Druckverlust ist hier vorne zwischen Gehäuse und dem Kolben. Wir sollten Werte von mindestens 18 haben. In der Regel haben wir Werte von 25 bis 30. In dem Fall haben wir Werte knapp bei 10. Wir werden das jetzt einmal kurz prüfen. Ich zeige euch einmal, wie das jetzt vorher war. Knapp bei 10. Dieser Bereich hier. Wir werden eine Bohrung durchführen, das heißt, wir werden die hier in Stand setzen. Wir werden es aufbohren und dann wird ein anderer Reparaturkolben eingesetzt. Dann werden wir das gemeinsam nochmal prüfen. Wir können die Mechatronik hier vor Ort in Stand setzen. Wir bohren jetzt durch. Ihr seht, hier haben wir den Bohrer. Und bis das komplett bis zum Ende ist, das heißt, das wird jetzt aufgeweitet. Die Späne, man sieht, die fallen unten runter. Und dann wird ein Reparaturkolben eingebaut, der halt weiter ist. Und dann haben wir Werte wie bei einer nagelneuen Mechatronik. So, wir haben die Bohrung jetzt fertig. Wir bauen das einmal ab. Ihr werdet sehen, wir haben da die ganzen Späne. Danach wird die Mechatronikhälfte gereinigt. Hier ist der Bohrer mit den Spänen. Hier sind die Späne, kann man relativ gut sehen. Und auch hier der aufgeweitete Bereich. Hier kann man da so ein bisschen sehen. Wir werden ihn gleich einmal reinigen und dann seht ihr, was die jetzt für Werte da vorhanden sind. Die Mechatronik ist durchgebohrt. Wir werden jetzt den Reparaturkolben einbauen. Man sieht, das ist der alte mit der Feder. Hier sieht man auch die Beschädigung bei dem Teil hier. Wahrscheinlich kann man das per Video auch sehen, dass es heller ist. Das ist das Neue. Es ist mit einem Gummidämpfer. Das heißt, es ist noch etwas besser abgesichert. Und das ist der neue Kolben. Der sieht genauso aus, nur der hat im Endeffekt, der ist eigentlich deutlich dicker. Den werden wir jetzt einmal kurz einbauen. So. Es kommt der neue Dämpfer rein. Da muss man immer aufpassen, weil wenn man den falsch einbaut oder zu weit reinschiebt, dann kriegt man den auch nicht mehr wieder raus, weil der ist sehr, sehr dicht. Deswegen, wenn wir den jetzt zack einmal reinstecken. So, und jetzt können wir gemeinsam mal die neuen Werte prüfen. Das war der defekte Bereich. Ihr seht, wir hatten knapp 10, jetzt haben wir über 22. Dadurch ist die Mechatronik instand gesetzt. Denn so ein Druckverlust, den wir hier haben oder in anderen Komponenten, der wird zu einem Getriebeschaden führen, denn die Lamellen schleifen aneinander. Als nächstes gucken wir uns mal die Batterie an, weil es ist oft so, dass bei dem Fahrzeug eine falsche Batterie eingebaut wird oder die Batterie halt zum Beispiel nicht programmiert wird. Deswegen gucken wir uns auch immer, wenn wir eine Diagnose machen, auch die Batterie an. Das heißt, wir gucken, wie stark ist die Batterie beladen. Denn so eine Batterie, wenn man eine originale haben möchte, kostet inklusive Einbau um die 500
500 Euro. Man kann leider keine Zubehörbatterie nehmen, weil die Werte bei Zubehörbatterien sind nie identisch mit den BMW-Batterien. Wir gucken uns hier die Ladung an von der Batterie und werden zum Beispiel sehen, was sehen wir? Wir sehen, das Fahrzeug ist nicht viel gefahren, aber wir haben eine Beladung von 75%. Das ist okay. Ich wollte einmal gucken, genau. Das ist auch die allererste Batterie, die wurde noch nie getauscht. Dafür, dass das die erste Batterie ist und die in dem Fall 8 Jahre alt ist, ist das wirklich in Ordnung. Wichtig auch zu wissen, ob irgendwas bei dem Fahrzeug die Batterie leer saugt, weil viele Fahrzeuge haben irgendwas nachgerüstet oder es gibt sehr, sehr viele Steuergitter in den Fahrzeugen und diese ganzen Steuergitter, die sorgen halt dafür, dass bei dem Fahrzeug Probleme entstehen. Leider ist das hier ebenfalls so. Das heißt, man kann zum Beispiel sehen, irgendwas ist bei dem Fahrzeug so, dass er die Batterie leer saugt. Und zwar, man sieht zum Beispiel, normalerweise sollte ein Fahrzeug einen Ruhestrom haben unter 80 mA. In dem Fall haben wir 21 Mal einen Ruhestrom gehabt über 80 mA. Und das ist halt nicht schön. Das heißt, irgendwas sorgt dafür, dass die Batterie halt leer gesaugt wird. Und man muss halt schauen, was dafür verantwortlich ist. Ob zum Beispiel eine Alarmanlage oder eine nachgerüstete Kamera oder irgendwas. Oder ihr habt irgendwas nachrüsten lassen und es wurde nicht fachgerecht angeschlossen. Das ist genau das, was halt passieren kann. Diese ganzen Prüfungen, die ihr jetzt mit mir gemacht habt, das funktioniert halt, wie gesagt, auch aus der Ferne. Ihr bekommt zu jeder Prüfung das Foto, das Ergebnis per WhatsApp und zu jedem einzelnen Komponenten bekommt ihr eine Sprachnachricht, was das bedeutet und was da zu empfehlen ist. Und am Ende telefonieren wir, besprechen wir alles, was sozusagen als Zusammenfassung, was da halt Sinn macht. Deswegen, wenn ihr an sowas Interesse habt und länger was von eurem Fahrzeug haben möchtet, kann man das Stück für Stück so abarbeiten, alles durchprüfen und dann weiß man ganz genau, was ist mit meinem Fahrzeug los, was ist mit dem Fahrzeug los, was ich kaufen möchte, was muss ich investieren, um es länger zu halten oder wenn ich ein Problem habe, kann man die einzelnen Sachen halt durchprüfen. Und wichtig ist nicht nur die Prüfung zu machen, sondern halt die Erfahrung, was diese Prüfungen halt bedeuten, weil oft werden falsche Ergebnisse angezeigt, deswegen werden oft Sachen einfach getauscht, ohne halt mitzudenken, weil die Leute, die tauschen, müssen sie meistens nicht bezahlen, bezahlen tut das der Kunde. Deswegen muss man immer die richtigen Sachen versuchen durchzuführen. Wenn ihr an sowas Interesse habt, meldet euch am besten per E-Mail oder telefonisch und wir werden euch helfen. Vielen Dank!